Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, die neue Loot-Chest haben wir wieder. Vorher wie immer natürlich die Auflösung von der letzten Loot. Da gab es zu gewinnen die coolen Sticker, diesen Schlecker und das T-Shirt von Black Panther. Gewonnen hat das der Rob LP. Ja, du kennst dich aus. Unten einfach meine E-Mail-Adresse, eine Nachricht von dir, damit ich dir dann deine Preise schicken kann. Ja, wir hauen uns über die neue Loot-Chest drüber und wir machen sie gleich zusammen auf. Ja, Loot Chest im März, natürlich wieder Ende des Monats, so wie jedes Mal. Hey ho Loot, wir starten mit dir in einen aufregenden Frühling 2018. Ja, bei mir ist noch kein Frühling, weil es liegt noch ab und zu Schnee, es ist arschkalt draußen und ich würde mich endlich über die Sonne freuen. T-Shirt machen wir wie immer natürlich zum Schluss, das heben wir uns natürlich wieder auf. Da lächelt uns gleich das erste an und zwar Perry Rodan Neon, die Zukunft beginnt von vorne. Episode 1, Frank Bohr, Sternenstaub, gelesen von Hanno Dinger. Das heißt, das ist ein Hörbuch. Laufzeit haben wir hier 6 Stunden und 2 Minuten. Richtig Wahnsinn. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Fantasy-Kost dabei. Wir machen gleich weiter und zwar mit Naruto-Kollektion. Was das genau ist, weiß ich nicht. Darum machen wir es auch gleich mal auf. Was das jetzt genau sein soll, weiß ich nicht, warum das überhaupt hier drinnen ist. Aber das schaut so aus, als wären das Schutzhüllen von Sammelkarten. Ich bin aber kein Sammelkarten-Sammler von Naruto. Wer sammelt solche Karten? Würde mich recht interessieren. Da haben wir wieder was zum Essen drin und zwar einen Zombie-Kaugummi. Den mache ich diesmal nicht auf. Richtig was Schönes, eine Moneybox. Hier gehört das Money rein. Ich würde sagen, Worte Spardose. Und zwar richtig geil. Schaut eigentlich genauso aus. Ist, glaube ich, sogar genauso groß wie ein Gameboy. Ist halt ein bisschen dicker als der normale Gameboy. Hier oben ist der Schlitz. Also ja, da passt schon einiges Geld hinein. Aber jetzt ist meine Frage, wie mache ich das auf? Ja, ich habe es geschafft. Es ist eigentlich ganz simpel. Hier macht man die Spardose auf. Passt natürlich ein bisschen Geld hinein. Und wenn man hier schaut, sieht man sogar noch ein bisschen eine Bewegung drinnen, wie Mario gerade, ich glaube, das ist von Super Mario Land 2, drüber hupft und Münzen sammelt. Was haben wir hier noch drinnen? Ah, Sea of Thieves, das ist ja auch jetzt gerade brandaktuell ein Xbox-Spiel und zwar, was ist das? Ein Zertifikat. Jetzt ist was sehr Geiles drin und zwar ein Notizbuch von Marvel Comics. Hier sieht man gleich das Schild von Captain America. Machen wir es mal auf. Ja, Captain America. Also das ist so irgendwie richtig wie ein Retro-Comic-Heft. Sehr, sehr geil. Und ja, richtig schöne Seiten. Hier haben wir noch einen Stifthalter. Ja, ein richtig geiles Notizbuch, perfekt zum Schulabschluss, nicht zum Schulbeginn. Die Schachtel haben wir mal zur Seite, weil wir haben ja noch immer das richtig geile T-Shirt, das haben wir uns noch nicht angeschaut und das machen wir natürlich gleich einmal auf. Was haben wir dieses Mal drinnen? Es schaut nach Zelda aus. Links Locks 1986. Blaues T-Shirt mit Link drauf. Normalerweise ist ja das eigentlich immer so ein bisschen grün gehalten. Sehr, sehr geil, gefällt mir sehr gut und es ist eigentlich dezent oben der Link. Ja, jetzt schauen wir noch mal kurz durch, was alles drin war in der Loot Chest vom März. Also wir fangen an mit dem T-Shirt von Link, mit der geilen Spardose im Gameboy Design, also vom allerersten Gameboy. Sogar der Mario hüpft da vorne mal herum. Da haben wir noch den Zombie-Kaugummi, die Sammelkartenhüllen von Naruto, den Perry Rodan, das Comic zum Anhören, also das Hörbuch, Sea of Thieves Zertifikat und das Marvel Comic Notizbuch. Sehr, sehr geil. Ja, ich muss wieder was hergeben, so wie ich es ja jedes Mal verspreche. Ja, ich gebe her, weil ich damit einfach nichts anfangen kann. Mit Sea of Thieves, mit dem Zertifikat. Vielleicht gibt es ja von euch einen Sammler draußen, der das unbedingt haben will. Dazu gebe ich die Perry Rodan Neo. Das Hörbuch dazu und dass das Hörbuch nicht so langweilig ist, lege ich nochmal den Kaugummi drauf. Ja, die drei Sachen könnt ihr wieder gewinnen. Was müsst ihr dazu tun? Ja, am besten ihr seid Abonnent von meinem Kanal, schreibt unten in die Kommentare, warum genau ihr das gewinnen wollt. Ja, was sagt ihr zur aktuellen Loot Chest vom März? Schreibt es was unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, baba.